Ihr seid demotiviert und wisst überhaupt nicht, wie ihr in Valorant aufsteigen könnt, dann soll euch heute dieses Video hier helfen, denn ich habe die wichtigsten Punkte für mich, die ich in den letzten 2 Jahren gesammelt habe, mal für euch zusammengefasst. Denn das ist tatsächlich die mir am häufigsten gestellte Frage im Stream. Yo, Smoogie, sag mal, wie werde ich denn jetzt eigentlich besser? Wie steige ich denn jetzt endlich auf? Und man muss ganz ehrlich sagen, die Frage kommt nicht von irgendwoher. Denn Smurf-Problematiken und viele weitere Themen, die die Leute so ein bisschen demotivieren, die gibt es schon seit einer geraumen Zeit. Aber irgendeinen Grund gibt es ja trotzdem, dass wir immer noch Valorant spielen. Um die Zeit, die man mit dem Spiel verbringt, am besten zu nutzen, soll dieses Video hier heute für euch an den Start gehen. Starten wir mit dem offensichtlichsten, aber auch am leichtesten zu verbessernden Thema, nämlich euer Crosshair Placement, eure Sense und euer Movement. Zu diesem Thema gibt es wohl die meisten Guides hier auf YouTube. Aber hier gibt es auch sehr viel Raum nach oben. Dass das Fadenkreuz nicht immer an der richtigen Stelle platziert werden kann, wissen wir alle. Zu 100% werden wir das kaum hinbekommen, aber ich verspreche euch, ihr werdet weitaus mehr Duelle gewinnen, wenn euer Weg zum gegnerischen Kopf kürzer ist als andersherum. Das Positioning des Fadenkreuzes hilft euch immens. Deathmatch eignet sich hierfür wirklich gut. Ihr braucht nicht zwingendermaßen externe Tools wie Aimlabs, auch wenn die sehr, sehr gut helfen können. Aber wenn ihr diese Extrameile nicht gehen wollt, müsst ihr das nicht tun, denn im Deathmatch empfehle ich zum Beispiel je nach Map bestimmte Angles, also wirklich bestimmte Ecken zu halten, nicht dauerhaft, sondern zwischen 2 Positionen hin und her rotierend und dann wartet ihr, ob ein Gegner kommt. Falls keiner kommt, bewegt ihr euch an die andere Position und dann aimt ihr immer wieder dieselben Richtungen ab. Und das kann extrem dabei helfen, um einfach eine gewisse Routine zu bekommen. Achtet hierbei wirklich immer, dass euer Crosshair auf Kopfhöhe ist. Auch helfen wird euch eine andere Mausgeschwindigkeit. Ich sage es jetzt so direkt, damit jeder es mal ausprobiert. Je niedriger die Mausgeschwindigkeit, desto weniger müsst ihr euer Aim in meinen Augen trainieren. Jeder Spieler hat zwar eine gewisse Range an Geschwindigkeiten der Maus, mit der man sich wohlfühlt, aber ich habe dazu bereits Dutzende Gespräche geführt und es selbst ein halbes Jahr lang ausprobiert. 800 DPI und 0,5 bis 0,6 in-game benötigen weitaus mehr regelmäßige Übung und Training, um kontrollierte Duelle zu nehmen, als zum Beispiel 800 DPI und 0,25 oder 0,3. Nicht nur die Kämpfe bis 30 Meter zählen, sondern ihr wollt auch One-Taps auf 60 bis 100 Meter verteilen. Zittert ihr bei den Long-Range-Fights, dann seid ihr einfach noch nicht confident genug, was natürlich reine Übungssache ist. Mit niedriger Sense ist es einfach leichter. Probiert es mal bitte aus. Die meisten, denen ich diesen Tipp mitgegeben habe, kamen wirklich mit positivem Feedback zu mir zurück. Es müssen keine riesigen Sprünge sein, die ihr mit der Sense runtergeht, aber das zu testen kostet euch rein gar nichts. Geht gerne mal in die Kommentare und lasst mich wissen, ob euch das was gebracht hat. On top kommen wir natürlich auch noch auf eure Bewegungen mit den Agents zu sprechen. Lauft nicht ausschließlich mit der W-Taste auf die Spots, sondern arbeitet mit allen euch verfügbaren Mitteln, sprich swingt um die Ecken, jump peaked und versucht immer in Bewegung zu bleiben, wenn ihr ein Duell nehmt. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal wirklich gezielter, aber es ist wirklich wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Hier lohnt es sich wirklich, Pro-Gamer dabei zuzuschauen, wie die sich durch die Map bewegen, denn hier kann man sich meiner Meinung nach extrem viel abschauen. Nummer 2. Spray und verlier, aim und gewinn. Es mag wie ein wirklich schlechter Werbeslogan klingen, wenn ich das mir so ganz kurz sagen darf, aber in ihm steckt mehr Wahrheit, als man denkt. Wisst ihr, warum man oft die Zweikämpfe verliert und man plötzlich anfängt zu sprayen? Selbstbewusstsein. Jeder kennt sicherlich die Momente, in denen man die ersten Runden gespielt hat und ein ganz klares Bild vom Gegner hat. Die gegnerische Rayna steht 7-0, ihr nehmt das nächste Duell, Rayna steht euch gegenüber und statt euch die Zeit zu nehmen, um ihr zu zeigen, wer hart an seinem Aim gearbeitet hat, verkriecht ihr euch in die Hocke und fangt an zu sprayen. Die hohe Reaktionszeit, Glück und natürlich Momentum helfen Spielern immer wieder dabei, Dominanz und Momentum aufzubauen. Doch der Schein trügt. Jeder kann in seine Schranken gewiesen werden. So könnt auch ihr das, wenn ihr gelassen bleibt und euch auf euer Aim verlasst. Wenn ihr eine halbe Sekunde länger braucht als der Gegner, um auf den Kopf zu zielen, dann mag das vielleicht so sein. Ihr müsst euch nicht mit Koffein vollpumpen, um in Rekordzeit den imaginären Punkt zwischen den Augen eures Feindes anzuvisieren. In der Ruhe liegt die Kraft. Natürlich sind Flickshots geil und sorgen nicht selten dafür, dass ihr euch fühlt wie ein junger Gott. Aber die meisten Duelle finden bei gutem Crosshair-Placement maximal im 90-Grad-Winkelbereich statt. Ein Spruch, der mir extrem hilft, weil man und auch ich es leider viel zu oft vergisst. In den meisten Fällen reicht ein Kopftreffer. Ein einziger Schuss.
Das macht Valorant unter anderem auch zu einem Taktik-Shooter. Wir sind hier nicht bei Apex, wo sich das gewonnene Duell erst richtig gut anfühlt, nachdem ihr ein ganzes Magazin in die Rüstung des Gegners gepumpt habt. Lass es auf wirklich hoher Range 2 mit der Phantom sein. Das reicht. Nummer 3. Agentenwahl. Na? Welcher Agent eignet sich denn nun perfekt, um im Ranglistenmodus aufzusteigen, Smoogie? Ihr alle kennt meine Videos, in denen ich Tierlisten erstelle und über die aktuelle Meta spreche. Auch wenn hier und da bestimmte Agenten besonders stark sind, zumindest in der Momentaufnahme, sei denn wir sprechen von Jett, so gilt in meinen Augen die folgende Regel. Die Agenten, mit denen ihr euch am wohlsten fühlt und nicht aktiv an die einzusetzenden Fähigkeiten denken müsst, sind die besten für euch. Ihr fühlt es vielleicht total mit Phoenix zu spielen, weil ihr die Abilities cool findet, auch wenn er aktuell einer der schwächeren Duellanten ist. Was hält euch davon ab, ihn zu spielen? Die Effektivität eines Agenten bestimmt ihr mit eurem Spielstil. Der Wirkungsgrad der Fähigkeiten und keine Tierlist. Tierlisten sind lediglich dafür da, um euch eine Richtung zu zeigen, was gerade theoretisch sehr gut funktionieren kann. Der Wirkungsgrad der Fähigkeiten mag zwar von Patch zu Patch unterschiedlich sein, aber ich habe lieber einen selbstbewussten Yoru- oder Phoenix-Spieler in meinem Team, als jemanden, der nur aufgrund der reinen Stärke von Jett mit ihr ins Match geht. Je mehr Erfahrung ihr mit einem Agenten gesammelt habt, desto weniger denkt ihr über den Einsatz der Fähigkeiten nach. Und hier kann man wirklich sagen, Übung macht den Meister. Sobald ihr wie aus dem FF die Fähigkeiten einsetzen könnt, entfaltet sich die wahre Stärke eines Spielers, denn so könnt ihr euch auf all die anderen Sachen konzentrieren, die wir hier bereits im Video angesprochen haben und noch ansprechen werden. Aber eine Faustregel habe ich noch für euch, denn davon bin ich felsenfest von überzeugt. Je mehr Agents ihr ausprobiert, das könnt ihr auch gerne in der Schnellsuche machen, desto umfangreicher wird euer Spielverständnis. Auch wenn ihr vielleicht gar kein Initiator-Spieler seid, kann es manchmal hilfreich sein, diese Rolle zu spielen, um besser zu verstehen, wo die Stärken und Schwächen liegen. Ich für meinen Teil habe überhaupt keinen Main. Es gibt ein paar Lieblingsagents, aber ich habe zum Beispiel dutzende Male mit Viper auf Breeze fillen müssen, weil niemand sie spielen wollte, wodurch ich mit ihr auf Breeze nun echt ganz solide zocken kann. Und das verbessert mein Verständnis von zum Beispiel Viper, in dem Fall immens. Nummer 4. Mindset. Der für mich wichtigste Punkt. Seid ihr gut gelaunt, hattet einen guten Tag und spürt den Flow, dann werdet ihr aller Voraussicht nach unfassbar gut performen. Gilt das Gegenteil, wünscht ihr euch sicherlich nach dem ersten Match Valorant heute lieber nicht gestartet zu haben. Aber was macht man, wenn das Selbstbewusstsein weg ist? Sätze wie "Glaube an dich und dein Aim" habe ich schon oft gesagt, ja, ich gebe es zu. Aber bringt das eigentlich was? Naja, einigen Menschen schon. Externe Motivation kann helfen, einigen anderen hilft das allerdings eher nicht. Macht's vielleicht sogar noch schlimmer, vor allem wenn man dann darauf hingewiesen wird, dass man heute scheinbar nicht den besten Tag hat. Jeder bekommt allerdings ein Selbstbewusstsein durch verschiedene Faktoren. Seid ihr mechanisch stark, dann hilft euch gutes Crosshair-Placement, gewonnene Duelle und schon ist euer Selbstbewusstsein am Start. Und wenn es daran hapert, dann geht extra lange in die Shooting-Range und arbeitet daran, dass ihr heute mit eurem Aim cleaner werdet, wann kommt das Selbstbewusstsein von ganz alleine? Andere wiederum verlassen sich auf Lineups, ihre Erfahrung und Game Sense. Ihr könnt vielleicht ein nicht so perfekter Aimer sein, aber durch kluges Decision-Making könnt ihr trotzdem die Duelle gewinnen. Und ich kenne wirklich viele Spieler, die von sich behaupten, aim-technisch nicht auf Dia- und Immortal-Niveau zu spielen, es aber trotzdem geschafft haben, weil sie sich Agents gepickt haben, die zu ihnen gut passen und mit denen sie so viel Value ins Team bringen können, dass die da definitiv trotzdem hingehören. Worauf ich eigentlich hinaus möchte. Jeder von euch wird in Games wie Valorant Aspekte finden, die euch gut liegen. Es kann euer Aim mit Rainer bedeuten, Lineups mit Sova, Lurking Power mit Viper. Egal was es ist, das euch so gut liegt und was euch selbstbewusster macht, versucht euch daran zu erinnern und eure Stärken auszuspielen. Der wichtigste Punkt in Sachen Mindset ist allerdings folgender. Smurf-Thematik, zu harte Lobbys, ein unfaires Ranglistensystem, Serverprobleme und Strafen, die vielleicht zu Unrecht verteilt wurden, können und werden den Spielspaß erheblich schmälern. Und das sage ich euch auch ganz ehrlich, zu Recht. Natürlich. Jeder von euch hat das Recht, wütend zu sein. Aber wenn ihr in jedes Match mit dem Hintergedanken geht, dass sich sicherlich wieder ein Smurf im Gegnerteam befindet, werdet ihr dieses Gefühl beim allerersten Duell, bei dem die gegnerische Jett euch den 4K drückt, sofort in euch spüren. Und das wird euch schlechter spielen lassen. Niemand steht da einfach so drüber und hat keinen einzigen negativen Gedanken dazu. Und dann kommt vielleicht das eigene Team, das den Voice-Chat komplett bombardiert mit Beleidigungen und salzigem Verhalten. Dann muss der Mute-Button möglichst schnell her, denn ansonsten lasst ihr euch auch davon noch runterziehen. Versucht deswegen, so unvoreingenommen wie möglich in das nächste Match zu gehen. Nicht jeder starke Moment muss wegen eines smurfenden Spielers geschehen.
Vielleicht hat Jonas, wie auch immer wir ihn nennen wollen, der die Jets spielt, morgens die Glücksbärchis gesehen, sein heißer Schwarm hat ihm heute den ersten Kuss verpasst und vielleicht fühlt er sich gerade so, als könne er Bäume ausreißen. Und genau deswegen drückt er euch auch Shots, bei denen euch morgen noch der Schädel dröhnt. Auch ihr werdet Plays umsetzen, die eure Gegner verzweifeln lassen. Sie werden euch reporten, weil sie denken, ihr smurft, oder schlimmer, weil ihr cheatet. Nummer 6. Game Sense. Der Part, der sehr schwer zu messen ist, nennt sich Game Sense. Eure Ahnung vom Spiel. Je mehr Valorant ihr spielt, desto mehr Game Sense könnt ihr erlangen, wenn ihr euch darauf fokussiert. Natürlich gibt es einen Teil in euch, der automatisch auf bestimmte Gegebenheiten reagiert. Zum Beispiel, wie ihr als Agent eure Fähigkeiten richtig einzusetzen habt, je nach gegebener Lage. Das nennt sich reine Spielerfahrung. Aber es fängt auch bei Sachen wie des Waffenkaufens an. Seid ihr Angreifer und habt die erste Runde zwar verloren, aber den Spike geplantet? Dann könnte man in der Runde 2 sogar kleine Waffen kaufen, um den Gegner zu überraschen, denn ihr habt ja zusätzlich 300 Credits extra bekommen. Oder im Gegnerteam haben Jett und Chamber jeweils ihre Ulti, aber nur Geld für 3 Waffen rechnet mit einem Fullbuy. Chamber und Jett müssen ja nichts kaufen. Aber auch auf Smokes zu warten, Flashes anzusagen, Calls zu machen und ganz wichtig, Ruhe ins Team zu bringen, gehört in meinen Augen zur Game Sense dazu. Eure Erfahrung vom Spiel soll euch ja dabei helfen, so gut wie möglich zu performen. Und dazu gehört nun mal jeder Aspekt des Spiels. Doch wie steigert man seine Game Sense? Durch Feedback. Sei es von euren Freunden, wie, warum hast du da eigentlich reingepusht, sag mal, der Spike lag doch und der Gegner musste kommen. Oder eure Teammates, die nicht immer den richtigen Ton treffen. Aber auch in deren Calls stecken manchmal, nicht immer, aber manchmal wahre Worte hinter. Versucht nicht alles zu persönlich zu nehmen, sondern zieht konstruktive Kritik aus den manchmal zu hart formulierten Hinweisen. Ihr wollt besser werden. Dafür bedarf es meiner Meinung nach ein offenes Mindset. Und alles andere kommt mit der Zeit. Und dann wird der Moment kommen, bei dem ihr die Objectives spielt. Ihr pusht nicht übermotiviert in die Gegner, ihr kennt eure Rolle im Team, macht Calls, versucht zu einem positiven Mindset zu verhelfen. Auch das hilft enorm. Und wirklich klischeehaft, aber trotzdem total ernst von mir gemeint, wenn ihr jemanden im Team habt, der einfach nicht ins Match kommt, dann droppt ihm mal einen Skin mit der Aussage, jo, ich habe einen geilen Skin für dich, mit dem wird bestimmt mehr reingehen. Wie man so schön sagt, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Und wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, werdet ihr sicherlich auch dankbar für jeden Support, den ihr vom eigenen Team bekommt. Das waren meine persönlichen Tipps, meine Freunde. Das war jetzt ein wirklich heftiger Deep Dive und das sind auch teilweise so grundlegende Themen, die aber meiner Meinung nach unfassbar dabei helfen, dass man besser wird im Valorant. Vieles hat mit Mindset, mit eurer Einstellung dem Spiel gegenüber zu tun. Und wenn ihr das Gefühl habt, gerade sehr negativ zu sein und Valorant macht euch irgendwie keinen Spaß, aber ihr fühlt den Grind, macht ein paar Tage Pause. Das hilft teilweise enorm und hat mir in der Vergangenheit auf jeden Fall schon geholfen. Aber ob euch generell die Punkte geholfen haben, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren sagen. Lasst mich euer Feedback gerne wissen. Haut einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen haben sollte. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video von mir zu Valorant und anderen Games verpasst. Danke fürs Einschalten. Stay tuned. Das war's, Smugel. Und wir sehen uns in der nächsten Episode.